Ich habe hier einen Würfel. Im Würfel drin steht ein Trapez. Es ist gleichschenklig. Im Text habe ich alles Wichtige angeschrieben. Ich empfehle euch, das alles auch zu tun. Die Kantenlänge des Würfels misst 12 cm. M1 und M2 sind die Kantenmittelpunkte. Als erstes bei Aufgabe A ist die Länge des Schenkels A M1 zu berechnen. Da das Trapez gleichschenklig ist, kann ich auch CM2 berechnen, ist genau die gleiche Seitenlänge. Ich sehe hier ein rechtwinkliges Dreieck, die Kathete 6 cm und die andere Kathete 12 cm kenne ich. Ich bilde den Satz des Pythagoras, 6 hoch 2 plus 12 hoch 2, von dieser Summe die Wurzel, gibt die Länge CM2. 12 hoch 2 plus 6 hoch 2, die Wurzel gibt 13,42 cm. Das für die Länge CM2, was dasselbe ist wie AM1. Bei Aufgabe B muss ich die Länge der Mittellinie berechnen. Die Mittellinie berechnet man im Trapez, indem man die beiden Parallelen addiert und diese Summe durch 2 teilt. Dafür brauche ich jetzt aber zuerst die Länge M1, M2. Auch hier wieder ein rechtwinkliges Dreieck. 6 hoch 2 plus 6 hoch 2. Von dieser Summe die Wurzel gibt die Länge M1, M2. 6 hoch 2 plus 6 hoch 2 gibt Wurzel 72, gibt 8,49 cm. AC berechne ich, indem ich 12 hoch 2 plus 12 hoch 2 addiere und von dieser Wurzel die Summe ziehe. 12 hoch 2 plus 12 hoch 2, von dieser Summe die Wurzel, gibt 16,97 cm. Diese beiden Parallelen addiere ich jetzt und teile sie durch 2. Das seht ihr hier. 16,97 plus 8,49 geteilt durch 2 gibt 12,73 cm. Ein Tipp: Nachdem ihr diese Summe mit dem Taschenrechner berechnet, bitte drückt hier ein Gleichheitszeichen und dann erst geteilt durch 2. Wenn ihr das Gleichheitszeichen vergesst, wird nur von der 8,49 die Hälfte gerechnet. Ich hoffe, ihr habt die Aufgabe verstanden. Alles klar.